So, herzlich willkommen, Leute. Wir sind heute hier mit dem John. Der hat sein Auswahlverfahren bei den spezialisierten Kräften des Heeres, EGB, bestanden. Grüß dich, John. Servus. So, John, jetzt erzähl mal, was haben wir heute den Tag über gemacht? Ja, viel Sport. Größten Augenmerk lag auf Schwimmen, was sehr geil war, was mir sehr Spaß gemacht hat und mir sehr weitergeholfen hat. Ja. Was haben wir davor gemacht? Ja, kognitives Training, Ja. also Leiterübungen, Sprints, was sehr komisch war, aber dass ich das durch Fußball halt kenne, hat es gepasst. Genau. Wir haben den PMT abgebildet. Das nur kurz dazu. So, jetzt erzähl mal, John, wie bist du überhaupt auf Next Gen aufmerksam geworden? Durch den EGB-Sniper auf Instagram, der hat mal Ende letzten Jahres einen Post von euch gemacht und so bin ich dann auf euch gestoßen und hatte dann relativ zügig mit dir sogar dann das erste Meeting. Okay, und was hat dich dann dazu bewegt, da zu sagen, okay, hey, ich greife das Ganze jetzt mit euch an? Weil ich mich ja schon vorbereitet, also ich war langsam in der Vorbereitung für das Auswahlverfahren und ich wollte professionelle Hilfe bekommen, um noch mehr aus mir rauszuholen, weil ich war schon sehr sportlich, aber ich wusste, dass da Sachen drin vorkommen, die ich selbst nicht abgebildet bekommen hätte und da dann halt Profis an Land ziehen wollte. Sehr schön. Aber was war davor deine Erwartungshaltung an das Ganze? Ja, mehr aus mir herauszuholen. Generell, wenn man ganz normal zum Sport geht, sei es Sprinttests oder ganz normal pumpen geht, denkt man, man ist fit. Aber ich wusste ganz genau, dass wenn ich ins Auswahlverfahren gehe, wird das nicht abgefragt, sondern ganz andere Sachen. Und die wollte ich mit euch erreichen. Top. Und was für Probleme hattest du vor dem Coaching, die wir mit dir lösen konnten? Mehrere. Also es sind Probleme eher aufgetaucht und beziehungsweise ihr habt die gemerkt und wir sind darauf dann eingegangen, beziehungsweise ihr seid darauf eingegangen, was Mentales angeht. Was konditionell angeht, Pacing angeht, generell so grundlegende Dinge, worauf man aber selbst nicht achtet. Ja. Jetzt aber die Frage der Fragen, hättest du das AV auch ohne uns geschafft? Das kann ich so nicht beurteilen, da ich es jetzt bestanden habe mit euch. Aber ich weiß, dass ich mit euch viel besser an die Sache rangegangen bin, viel besseres Mindset hatte. Und viel entspannter an die Sache. Ich war nicht auf, nicht so, klar, ich war aufgeregt, aber nicht so aufgeregt, wie, glaube ich, wenn ich ohne professionelle Hilfe da rangegangen wäre. Also im Endeffekt kann ich einfach nur sagen, ich bin froh, dass ich das mit euch gemacht habe, anstatt das, den ganzen Weg alleine gegangen zu sein. Erst recht wegen Mindset, Kopfsache, wie geht man richtig an die Sache ran? Und erst recht Pacing, was du ja immer. Ja. Predigst. Sehr schön. Und jetzt beschreib mal den Leuten, wie deine Zusammenarbeit mit mir als Coach war. Ah, lustig. Geil. Es macht immer wieder Spaß, jedes Meeting. Ich glaube, es gab kein Meeting, wo wir nicht gelacht haben. Trotzdem bleibt die Ernsthaftigkeit bei. Du pushst einen immer wieder. Hat man ja auch immer wieder gemerkt bei einem Triple DT. Wenn ich mit dir telefoniert habe, war der Triple DT danach besser als ohne ein Telefonat. Macht mega Spaß. Freue mich auch hier zu sein. Ja. Sehr schön, es gibt mir ein gutes Feedback. Danke dir. Jetzt auch zu den anderen. Wie war deine Zusammenarbeit mit den anderen Teammitgliedern? Mit allen top. Sven, Dennis, auch immer wieder lustig, generell was auch Mindset angeht. Sven extrem. Letzten Call, den ich hatte, brutal gut. Also, ich habe mit allen super, so Verhältnis, komme mit allen super klar und es macht jedes Mal Spaß, mit denen zu arbeiten. Top. Und jetzt die nächste Frage, wie sieht es, oder besser gesagt, was hat das Coaching noch für Auswirkungen auf dein Leben gehabt? Extrem vieles, was ich gar nicht gedacht hätte. Mindset-mäßig, generell, wie du an die ganze Sache rangehst, wie du an das Training rangehst, wie du deinen Alltag strukturierst. Ernährung, es hat sich generell, das ist einfach das Verhalten zum Sport, Verhalten zum Leben. Also, es hat sich wirklich richtig viel bei mir geändert. Letzte halbe Jahr war extrem geisteskrank und deshalb kann ich jetzt sagen, ich bin so froh, dass ich den Weg mit euch eingegangen bin, weil es hat sich nur sportlich was geändert, sondern auch im Kopf sehr viel. Sehr schön. Das ist aber auch unser Ziel, dass wir mit unserem ganzheitlichen Coaching da uns nicht nur aufs Sport, auf den Sport beziehen, sondern auf das Gesamtpaket, was da noch mit alles einherkommt. Ja, das dazu. So, und was hast du sonst noch für positive Veränderungen oder andere Einflüsse in den Bereichen gehabt? Ja, wie gesagt,
Mindset ist halt geisteskrank. Also, das habe ich auch im AV gemerkt. Ist halt eigentlich 70%, kannst du fit sein, wie du willst. Wenn der Kopf nicht mitspielt, brauchst du gar nicht erst anfangen. Ja. Und das wurde mir sehr gepredigt von allen. Und das ist eigentlich generell, wie du an ganze Sachen rangehst, wie du die Sachen siehst. Deshalb, das ist, wo ich sage, das ist brutal. Das ist auch bei mir extrem gut geworden. Top, sehr schön. Und jetzt noch mal kurz abschließend, was schätzt du an der Zusammenarbeit mit Next Gen? Ja, das Familiäre. Dass du immer wieder lachen kannst. Also klar, der Fokus ist immer AV bestehen, immer im Vollgas geben, immer 1% mehr geben am Tag. Und aber trotzdem dieses Familiäre, man kann lachen, es ist immer wieder lustig, mit euch zu schreiben, mit euch zu telefonieren, die ganzen Calls. Und ja, es ist lustig, aber auch gleichzeitig sehr fordernd. Und warum würdest du dann Next Gen weiterempfehlen, wenn du jetzt engen Kameraden hättest, wo du sehen würdest, okay, der braucht da auf alle Fälle Hilfe? Wenn man mehr als 100% aus sich rausholen möchte, wenn man sagt, ich möchte einen Schritt wagen, den nicht jeder wagt, und man denkt, man ist fit, und wenn man sich ein professionelles Coaching dann holt, sei es generell, wenn man den Sven dran hat, wenn man dich dabei hat, dass man noch weiterkommt. Und wer Bock hat, eine Stufe höher zu gehen, als nur diese 100%, sondern 110%, der sollte sich ein professionelles Coaching holen. Und Sehr deshalb würde ich schön. das weiterempfehlen. Ja, top. Und hast du sonst noch irgendwelche Punkte, die du hier rausgeben willst zu dem Coaching? Einfach mal machen, einfach mal was investieren in sich. Und es lohnt sich, aber es muss man wollen, man muss richtig Bock darauf haben. Und ich denke, jeder, der sich für diesen Weg entscheidet, was Spezielles zu machen, der sollte sich dann auch gute Coaches holen. Und dann schafft es jeder. Sehr schön. Ja, dann John, hat mich gefreut, dass du hier warst. Mich auch gefreut. Wir werden auf alle Fälle noch lange Zeit miteinander vollbringen, weil jetzt kommt der nächste Step. Was kommt auf dich zu? Ja, die nächste Hürde, das Kommando. Richtig, das machen wir. Also, John.